Hallo und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, 12 Uhr. Wir sind in der Siegestraße. Wir sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga bei Pokémon SoulSilver. Elmar ruft an. Hallo. Ich bin's, Elmar. Alles okay? Ja, dein Dodo ist interessant. Ist wendiger als ich dachte. Ist schließlich ein Laufvogel, wie ein Strauß. Der ist schnell, aber kann nicht fliegen. Bis später, Elmar. So, jetzt machen wir die Pokéliga jetzt mal ohne Nazgul. Und zur Pokémon-Liga ist Nazgul dann wieder da. Wie es geplant ist, dass wir vor der Pokéliga noch eine Trainingsphase offscreen einschieben. Eventuell gegen Rückkämpfe von Trainern. Oder falls das nicht möglich ist, weil die nicht kämpfen wollen, dann halt gegen wilde Pokémon. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich mach das Antivirenprogramm auch noch los hier. Der Emulator wird langsamer. Hier gibt es Golbat Level 32, okay. Sollte gleich wieder gehen. Weil Lucibus Paul war auch immer zu der Zeit. Es geht immer Sonntag 12 Uhr, geht mein Antivirenprogramm los. Und dann hängt es immer kurz. Jetzt müsste es wieder funktionieren. Aber die sieht der Emulator das ähnlich. Emulator sieht das ähnlich, sehr schön. So, ich lasse die wilden Pokémon erstmal drin. Weil ein bisschen Training kann ja sowieso schon mal nicht schaden. Außer die Rate geht mir ein paar Minuten auf die Nerven, dann machen wir das raus. Okay, das war klar. Er hält Wache, interessant. Okay. Bevor wir die Tempel kommen, müssen wir gegen einen Geora kämpfen. Das ist für Ankoros keine gute Wahl. Da will ich jetzt gar nicht erst wechseln, da fliehen wir mal. Die Siegestraße sollte nicht so lang sein, zumindest habe ich sie nicht lange in Erinnerung in Johto. Also, eigentlich ist es ja die Kanto. Kanto-Siegestraße, aber wir sind in Johto. Uiuiui, ein Ursa-Ring. Die Weiterentwicklung von Teddy Ursa, Typ normal. Wir suchen ja noch ein sechstes Pokémon für unser Team. Xatu wäre halt eine Idee, aber Xatu ist eigentlich auch nur so Notlösung. Es ist halt ein super Pokémon, aber es kann als Psycho-Pokémon halt keine Psycho-Attacke. Und das ist sehr, sehr schlecht. Rosaring wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Weiß nicht, wir haben Ponita auch noch. Also Ponita nehme ich als Nachteil. Wenn wir in der Pokéliga sind, werde ich es ins Team holen, falls es möchte. Und sich nicht so schlecht anstellt und das Wesen nicht ganz so schlecht ist. So ist Rosaring. Ja, wir haben, glaube ich, auch noch kein Normal-Pokémon. Normal ist ja in dem Sinne gut, es hat nur Schwäche Kampf. Ist mit Geist ausgeglichen, hat halt auf Gestein und auf Stahl nicht so wirklich Wirkung. Aber Gestein und Stahl ist nicht unser Problem. Denn für Pokémon vom Typ Gestein haben wir ja Quapuzzi. Jetzt fangen wir die ganze Folge, versuchen wir jetzt einen Ursaring zu fangen. Was übrigens auch gerade nicht so schlechten Schaden macht mit Finte. Sehr schön. Da es alle Gerüche perfekt unterscheiden kann, findet sogar Nahrung, die tief im Erdreich ist. Es ist ein Braunbär. Wie heißen Bären in Bayern? Die heißen Bruno. Bruno der Bär. Bruno der Bär. Level 33. Es gibt hier Golbat, es gibt Georox und es gibt Bruno den Bären.
gibt jetzt doch erstmal einen Schutz. Dann denke ich mal, wenn wir hier wieder fertig sind, dann mindestens alle Level 40, sagen wir 42. Hier geht's nicht weiter, okay, machen wir mal. Oh, da gibt's gleich Stärke-Rätsel. Das wichtigste Item, was ich hier mitnehmen würde, wäre, glaube ich, gibt's hier schon Erdbeben? Also wenn es hier Erdbeben geben sollte, ist das natürlich das wichtigste Item. Der Top-Trank. Auch nicht schlecht. So, gucken wir mal. Also. Da kommen wir natürlich nicht zu dem. Doch, kommen wir hin. Top-Beleber. Wichtig für die Pokémon-Liga. Gibt es hier noch mehr? Nee. Instinktiv den richtigen Stein genommen. Da wären wir natürlich genauso locker durchgekommen. So. Das war's wohl schon. Zumindest der erste Teil. Ich denke mal, es war nicht die ganze Siegestraße, aber die Siegestraße war allgemein nicht besonders lang. Das habe ich nicht besonders lange in Erinnerung. Oh Mann. Einmal falsch geklickt und schon kommt man ewig nicht mehr richtig zu ran. So. Ah, nach oben kommen wir sowieso nicht. Na gut, dann ist natürlich die Frage, wo wir lang müssen. Schnell beantwortet. Und noch ein Top-Beleber. Wird immer schöner. Kommen wir anscheinend nicht so weit war. Hier kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier? Kommen wir da hin? Kommen wir auch nicht hin? Okay. Nehmen wir mal die Leiter. Ah, hier gibt es Löcher zum Runterspringen. Okay. Schon wieder Schutz weg. Wie kann denn das sein? Ah, jetzt kommen wir hier. Ach, das sind diese Löcher, diese Felder scheinen anscheinend Steine zu sein, die man runterspringen sollte. Okay. Ah, ein Stärkerätsel, den Stein 1 weiterschieben und dann die Leiter nehmen. Jetzt nicht noch eins, sonst kommt man nicht hin, genau. Jetzt kommen wir hier hin. Mal nach oben weiter, genau. Eigentlich relativ einfach. Springen wir mal noch nicht runter, sondern gucken mal, was wir noch für Möglichkeiten haben. Wir können zum Beispiel uns diesen Pokémon... Da oben scheint der Ausgang zu sein, das heißt, wir sind wohl gleich fertig. Jetzt der Trümmerer dabei, ja, vielleicht kriegen wir was geschenkt. Oder wir kriegen einen Kampf. Na, ich zertrümmere die Steine jetzt nicht. Stein müssen wir anscheinend zertrümmern, ansonsten geht es nicht weiter.
Also zumindest bekommen wir sonst nicht an das Item. Zink, auch gut. Da brauchen wir Zertrümmerer. Hier gibt es zwei Löcher zum Springen. Dann will ich mal, eins von den beiden wird bestimmt richtig sein. Deswegen nehmen wir jetzt mal wieder eins von denen am Anfang. Dann nehmen wir das eine am Anfang und gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, hier sind wir nämlich noch nicht runtergesprungen. Das Sinnvolle ist, werden wir gleich sehen. Erstmal, was hat Mike zu sagen? Hat das knapp gegen Ponita gewonnen, das ist interessant. Sind wir hier? Nee, das hat gar nichts gebracht. Also da brauchen wir nicht mehr runterspringen. Jetzt hier zwei Möglichkeiten. Oder war ich hier schon in der Ecke? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht geguckt. Nehmen wir diese mal. Okay, das scheint sogar die richtige zu sein, sonst wären wir da oben rausgekommen. Also wären wir da unten bei dem Loch rausgekommen und hätten die Leiter bekommen ohne KP+. Auch in Ordnung. Gucken wir es mal noch. Hat mich doch fast geärgert, wenn ich hier erstmal runtergefahren wäre, wenn ich das AP Plus nicht bekomme. Jetzt geht die Leiter nach oben. Da ist noch ein Pokéball, den ich gesehen habe. Da ist noch ein Loch und ein Pokéball. Und mal noch ein Pokéball. Und erneut ein Georock, das wäre ein gutes Training für Quapuzzi. Weil der hier One-Hit-KOs landet mit vierfach Vorteil. Superschutz soll ja angeblich 200 Schritte lang halten. Kommt mir wieder mal ein bisschen weniger vor. Gucken wir mal, was sich hier drin da verbirgt. Sieht ja gut geschützt aus. Wenn es wirklich ein Ausgang von der Siegestraße ist, dann machen wir danach noch ein bisschen. Wir müssen noch zu Sonnenfried, das ist heute auf Stufe Level Route 37, das ist einer von den sieben Tagesgeschwistern. Dann gibt es in Dukatia City heute noch eine TM von einer Frau und können mal kurz Bella abholen, die ID im Radioturm vergleichen, ja. Oh, Finsteraura, sehr schön. Ich glaube Stärke 80 Unlicht. Können wir gleich herausfinden. Eine Unlichtattacke der Stärke 80, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Der Gegner erschrickt eventuell. Spezialangriff. Batwoman könnte es lernen, mag aber Spezialattacken nicht so ganz. Also heben wir es uns erstmal auf. Oder gehen wir gleich lang zum Ausgang. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und lassen uns nochmal fallen. Wir hoffen, dass das eine gute Idee war. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Sehr schön. Oh, Erdbeben! Sensationell, wir haben Erdbeben als TM. Da wird Nasco aus allen Wolken fahren. Wir haben die beste TM des Spiels neben Eisstrahl gefunden. Den Donnerblitz kann man zum Beispiel mit Ladungsstoß fast äquivalent ersetzen, aber Eisstrahl und Erdbeben. Wir haben Erdbeben, ich glaube es nicht. Das macht uns die Liga nochmal sehr viel leichter. Wir haben Erdbeben. Folge gerettet. Wir mal weiter. Ist hier oben noch ein Item?
dass wir rankommen, wenn wir hier rumfahren, genau. Und ein Sonderbonbon. Vielen Dank. Sehr schön. So, jetzt sind wir nah am Ausgang. Nicht so schnell. Erzähl mir nicht, du willst dich an der Pokémon-Liga versuchen. Wieso würdest du sonst auf den Ausgang der Siegestraße zuhalten? Ist dir etwas, auch etwas aufgefallen? Bis jetzt hat sich nicht ein einziger Trainer blicken lassen. Ich sag ja, hier greift links und rechts der Schlendrian um sich. Dich freut das womöglich auch noch. Du meinst, hättest du es sonst wohl kaum bis hierher geschafft. Aber auch damit ist jetzt vorbei. Denn ich werde dich jetzt wie eine volle Tomate zerquetschen. Yeah, es geht wieder mal gegen unseren Rivalen, gegen Nazgul 4. Oh yeah, 6 Pokémon. Oh, und wenn ich die Level sehe, mir Angst und Bange. Nebel und nicht Eis. Gegen Kampf extrem empfindlich. Wenn ich die Level sehe, wird mir wirklich Angst und Bange. Weil ich nicht weiß, was da jetzt noch für Pokémon kommen. Also ich war zwar darauf vorbereitet, dass der Rivale kommt, aber ich dachte, der hatte, glaube ich, Level 4. Aber es ist natürlich ein gutes Training. Wenn wir gegen ihn nicht anstecken können, dann haben wir gegen Club 4 auch keine Chance. Vielleicht können wir doch trainieren, bevor wir ihn machen. Werden wir gleich sehen, ob wir ihn schaffen. Ansonsten trainieren wir halt davor. So. Jetzt kommt Golbat. Könnten wir eigentlich weitermachen. Und wir hatten schon auf Level 26 ein X-Bart und er hat auf Level 38 noch ein Golbart. Dass ihm das nicht dämlich vorkommt. Und nicht zurückschrecken, bitte. Sehr schön. Und am besten besiegen mit einer Attacke. Sehr schön, Ampharos. Ampharos rockt durch, wenn er sowas wie Garados hat. Haben wir noch ein drittes Pokémon, was Ampharos sehr schnell besiegen kann. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt unbedingt Golbat eingewechselt hat. Das war ein sehr, sehr dummer Wechsel. Alpollo kommt. Da wechseln wir mal. Wen haben wir denn gegen Alpollo? Typ Geist, Gift. Die haben wir, glaube ich, bis verlernt. Genau, das ist ein bisschen doof. Hat Schwebe, deswegen wäre Erdbeben auch gut. Egal, machen wir mal ins Gesicht. Vielleicht macht Apollo Fluch, dann wäre er direkt außer Gefecht gesetzt. Also nach der Kaskade, und wenn er dann Fluch macht, ist er besiegt und wir wechseln dann halt durch. Das denkt man nicht, der wird dann nicht sein Tornupto gegen unser ins Gesicht einsetzen. Merkt Level ungefähr wie in der letzten Arena, vielleicht ein bisschen. Von den Trainern her ein bisschen stärker, für die Rennleiterin ungefähr, wie Sandra, Level 38 jetzt. Magneton, da wechseln wir, Typ Elektro und Stahl. Wenn es eine gute Stahlattacke kann, könnte die Wut da direkt sterben, ansonsten müsste Erdbeben das besiegen. Magnetbombe, das klingt, da es eine Wirkung hat, scheint es eine Stahlattacke zu sein. Ja, aber nicht besonders stark. Und Erdbeben, Vierfachschwäche müsste One-Hit sein. Zumal wir Stab haben und auf Angriff basieren. Selbstverständlich. Tornupto. Da wechseln wir jetzt trotzdem, obwohl wir mit Erdbeben im Vorteil sind, sind wir mit Eis gegen Feuer im Nachteil. Also Tornupto, die letzte Entwicklung von Feuerriegel und Igelava. Mega awesome, cooles Pokémon. Wo wir sogar schneller sind, das überrascht mich ein bisschen. Dass seine Kaskade überlebt, überrascht mich weniger. Dass er Sternschar einsetzt, macht ihn, glaube ich, eher der physische Angreifer mit Flammenrad. Aber er hat doch schon einen guten Spezialangriff, weil Sternschau eine normale Attacke der Stärke 60 macht ziemlich viel Schaden. Gut, wir haben natürlich kein voll entwickeltes Pokémon und haben den sogar auch schlechte Statuswerte.
würde jetzt mal speichern für den Fall, dass ich den Emulator aufhänge nach dem Kampf. Ich habe vorhin auf der 2 gespeichert, das heißt, wenn wir jetzt verlieren, laden wir die 2 und machen den Kampf erneut. Die 1 ist jetzt nur für den Fall, dass der Emulator gleich spinnt, so. Kadabra, keinerlei normale Verteidigung, sie machen wir Kaskade. Kadabra oder Kapador. Hauptsache, es fängt mit K an. So, das könnte eventuell schon das Ende sein für unser Insgesicht. Ist es nicht, es kann aber keine Prioritätsattacke, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, kann es nicht. Für Insgesicht wäre hier natürlich ein gutes Gebiet zum Trainieren gegen die ganzen Georocks. Auch die Golbats haben nicht so viele Verteidigungspunkte. So, war relativ easy. Ich konnte dich nicht besiegen. Nicht einmal mit allem, was ich hatte. Diese Eigenschaft, die mir fehlt und die du angeblich besitzt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was der Drachenprofi damit meinte. Drachenprofi Siegfried. Mein Traum, der Weltbestürzung zu werden, habe ich nicht aufgegeben. Warte ab, ich finde noch heraus, warum ich dich nicht klein kriege. Und dann fordere ich dich heraus. Spätestens dann werde ich dich mit all meiner Macht in den Staub zwingen. Lege dich also schön ins Zeug. Das war Nazguls Auftritt. Hallo, ich bin's Tom. Alles okay? Oh ja, ich kämpfte neulich gegen dieses Rettan. Es ist dir entwischt. Interessant. Warum soll mich ein Rettan interessieren? Wenn wir jetzt zur Pokémon-Liga fahren. Indigo Plateau. Hier wird es bestimmt nichts geben. Doch. Okay. Sogar hier gibt es etwas. Ui, noch ein Sonderbonbon, was uns vielleicht das Training noch ein bisschen erleichtern könnte. Ja, wirkt halt nicht mehr, ist mir egal. Kopfnuss direkt vom Indigo-Plateau. Mal gucken, was da für Pokémon gibt. Wahrscheinlich gar keinen. Machen wir wieder die statistisch relevante Größe von 3 Versuchen. Wenn 3-mal nichts kommt, dann gibt es hier nichts. So. Zum alles, was wir die Folge schaffen wollen, haben wir geschafft. Das Indigo Plateau, das ultimative Ziel aller Trainer, Hauptquartier der Pokémon-Liga. Gibt's auch nichts mehr? Treten wir mal das heilige Gebäude. Die Pokémon-Liga stellt dich auf eine harte Probe. Entweder du schaffst es, die Top 4 am Stück zu besiegen, oder du musst nochmal von vorne anfangen. Das ist das Wesen der Top 4. Also hier gibt's 2 Wege nach oben. Trainer, die es hier schaffen und in letzter Minute doch noch kneifen, kann mein Abra mit Hilfe von Teleport sofort zurück nach Hause bringen. Aber in letzter Zeit dampfen sie alle völlig eigenhändig wieder ab, einfach so. Das stimmt bestimmt nicht nur mich, sondern auch Abra sehr traurig. Ist das hier? Ach, hier kann man sogar online kämpfen, das wusste ich gar nicht, dass das damals schon ging. Oder dass das damals nicht ging. Kolosseum, ne, wollen wir jetzt auch nicht. Ist das hier für ein Ding? Haben wir auch noch nicht gekämpft, brauchen wir ja nicht gucken, können wir auch nicht kämpfen. So, jetzt gehen wir erstmal heilen. Erstmal gucken wir uns unser Ponita an. Oder unser Ursaring hat Adrenalin, eine Fähigkeit, die den Angriff bei Statuswerten erhöht. Natürlich ein sehr angriffsstarkes Pokémon. Hat aber leider Angriff minus und Verteidigung plus. Das ist für Ursaring natürlich sehr, sehr schlecht. Also hier Angriff blau minus, Verteidigung plus, das ist sehr, sehr schlecht. Wenn, dann interessiert uns natürlich viel eher ein Ponita, was wir da haben. Wesen Solo. Gucken, was das Wesen Solo ist. Fähigkeit Feuerfänger, okay. Angriff plus, Verteidigung minus. Das gefällt mir. Ist auch ein physischer Angreifer, wo man hier bei Flammenrad sieht, bei Stampfer und Bodycheck. Da würde ich unser Twilight Sparkle mal ins Team holen. Jetzt auf die Pokémon-Liga zu trainieren. Da würde ich sagen, da macht er eventuell den Part von Xatu. War ich schon heilen? Ich glaube ja.
Nein. Dann möchte ich mal gucken, ob ich hier wieder hin und her fliegen kann oder ob ich wirklich in der Siegestraße trainieren sollte. Davor schauen wir jetzt leider noch den Shop an. Ansonsten, Ponita bekommt jetzt zum Trainieren. Es wäre eine gute TM für das Feuersturm. Feuersturm ganz, glaube ich, von sich aus. Außerdem ist Feuersturm eine spezielle Attacke. Ja, Ponita eventuell Dunkelklaue, kann ich mir zwar nicht vorstellen. Nee, das ist, ach Quatsch, es soll nicht die TM zum Tragen bekommen. Was mache ich denn hier? Zum Tragen bekommt es natürlich die Holzkohle, die Feuerattacken verstärkt. Man, wo soll Ponita Dunkelklaue können? Es hat keine Klauen. Es ist ein Pferd. Ableitdieb ist dann was für... Was macht eigentlich Pflücker? Stärke 60. Typ Flug. Physischer Angriff. Ja, so ähnlich wie Eroas wahrscheinlich. Ich dachte, Pflücker hat nur Stärke 50, 60, wenn der Gegner eine Bäre hat. Aber scheint immer zu passieren. Auch gut, so, was kann denn Raub? Stärke 40, Typ Unlicht. Auch Blödsinn. Feuer. Natürlich könnte unser Ponita Sonntag lernen, um Feuer zu verstärken, aber warum sollte es das tun? Drachenklau haben wir auch noch keinen richtigen Anwender, dann lassen wir es erstmal. Zeig mal, was du hast. Du hast Topschutz. Haben wir leider ein bisschen wenig bisher. Wir haben leider nur Superschutz, können wir jetzt hier nicht kaufen. Nehmen wir mal 10 Topschutz mit. So, Hypertränke haben wir noch genug. Topgenesung haben wir leider noch nicht genug. Ist aber auch natürlich sehr teuer. Dafür ist Vollheit und auch Statusveränderung mitbehebt. So, immer noch zwei Hyperheiler und ja, Beleber. Beleber haben wir 20, das sollte in der Liga, nehmen wir noch 5 mit. Wir werden bestimmt mehrere Versuche brauchen. Also geplant ist auch, wenn wir den ersten Versuch nicht schaffen, dann trainieren wir offscreen den zweiten und dann, wenn wir wirklich weiterkommen sollten als geplant, dann werden wir automatisch verlieren. Und nochmal von vorne. Und dann halt onscreen nochmal weitermachen, wenn wir dann wissen, wie die Trainer zu besiegen sind. So, nehmen wir noch 4 davon mit. So ist. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 5.900. Haben bestimmt noch ein paar Nuggets, die wir nicht mehr brauchen. Selbstverständlich. Und Sternstaub haben wir da auch noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Drachenort verkaufen wir nicht. Verkaufen wir nicht. Behalten wir mal. Rest behalten wir auch alles. Ne, da haben wir noch ein bisschen Geld. Ja, X-Tempo hätten wir noch verkaufen können. Aber das bringt eh nicht so viel Geld. Was haben wir jetzt hier? KP plus. Für wen wäre denn das was? Harald hat relativ wenig KP. Zink erhöht die Spezialverteidigung. Kriegt jetzt Rebooter, ohne zu wissen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir haben 3x AP plus. 2x Sonderwurm. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir diesen Ort auch anfliegen können oder ob wir dem sein Abra-Angebot da oben annehmen müssen. Ich hoffe, wir können hier hin und her fliegen. Wir können sogar vor die Siegestraße fliegen, wie es aussieht. Tatsächlich.
wusste die Route 37, wo dieser Sonnenfried heute sein soll. Unterhalb von Teak City. Na, dann fliegen wir doch da mal hin. Also jetzt mache ich noch 2-3 Minuten zu Sonnenfried fliegen. Dann holen wir die TM unterhalb von Ducatia City. Nee, im Einkaufszentrum von Ducatia City. Und dann, ich glaube, der Sonnenfried, das ist die, genau, der steht hier. Das ist, glaube ich, der uns Magnet schenken müsste. Tatsächlich, habe ich es doch hier in Erinnerung gehabt. Das wäre was für Ampharos, verstärkt Elektroattacken. Jetzt erinnere ich mich, es gibt einen Punkt, was Elektro-Pokémon verwendet zum Tragen. Natürlich Magnete, Elektro, ist klar. Übrigens magnetisch ist, glaube ich, nur Eisen, Kobalt und Nickel sind, glaube ich, die einzigen chemischen Elemente, die magnetisch sind. Oder eine Anwendung im Magnetismus finden. Twilight wäre eigentlich ganz gut, wenn der eine schöne Kampfattacke könnte. Und dann werden wir jetzt offscreen ins Training einsteigen und ich denke mal so, Ponita werde ich nicht versprechen. Ich hoffe mal, ich hoffe auf Level 40, dass wir die alle so weit kriegen vor der Pokéliga. Zumindest, ja. Das sollte auch in den Top 4 schnell möglich sein. Zur Not kriegt Ponita den EP-Teil, aber Ponita in den Top 4, weiß ich nicht. Also gegen Georok sieht es keinen Stich. Zum Beispiel Georok hat zwar keine Spezialverteidigung, kann aber mit Intensität Ponita relativ fix aus den Latschen kippen lassen. Entwickelt sich Level 40. Ponita hat mehr Spezialverteidigung, Intensität geht auf die normale Verteidigung. Also Ponita entwickelt sich Level 40 zu dem bereits letztes Mal gesehenen Galoppa. Zum Abschluss fliegen wir dann in die Stadt, die zwischen Teak City und Azalea City liegt. Damit meine ich nicht Viola City, sondern die westliche davon, nämlich Ducatia City. Wie siehst du das? Starrt mich an. Bei Osiris und Arthas starr mich an. Du bist jetzt ein Feuerpferd. Ein Feuerpferd. Mondbälle. Okay. Koko weiß oder Aprikoko blau? Nee, nicht grün, sondern weiß. Na los. Ist aber relativ gut, dass es zur Sicherheit immer alles auf Nein schaltet und falls man außer den durchklickt, macht man nichts falsch, sondern... Klickt halt, da muss halt nochmal klicken, so. Fliegen wir jetzt mal nach Ducatia City zum Abschluss dieser Folge. Dir? Aha, das ging ein Taubsi. Das gerade so gegen Taubsi gesiegt. Das heißt, du bist viel zu schwach für uns. Warum rufst du uns dann an? Also nächstes Mal, wenn wir dann trainiert haben, geht's zu den Top 4. Also in die Pokémon-Liga. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. What a pity.
EM war, glaube ich, im vierten Stock. Fünfte Stock war, glaube ich, die Dachterrasse. So schöne Shoppingmusik, die TM-Ecke. Passt sogar. Er ist, glaube ich, der immer da ist. Oh, dein Pokémon. Oh, wieso solltest du ihm gute TM-Attacken beibringen? Ich denke mal, wir sollten ein Pokémon an erste Stelle setzen, was wir sehr mögen. Und da X-Bart sich schon durch Sympathie entwickelt hat, wird X-Bart da gut dabei sein. Oh, dein Pokémon, das hängt sehr an dir. Nicht wahr? Ein eingespieltes Team, wie ihr es seid, weiß doch bestimmt, wie man mit dieser Attacke hier umzugehen hat. TM 27 ist Rückkehr. Wenn Rückkehr eine physische Attacke ist, wäre das sogar was für X-Bart. Oder halt für Harald. Müssen wir mal sehen, vielleicht machen wir Ruheort raus dafür. Also was wir mit Finster Aura, Erdbeben, Matschbombe und Rückkehr und sowas alles machen, das entscheiden wir dann, wenn Nazgul wieder dabei ist. Dün, 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 dün. Ach, da stand der Postbote. Stimmt, unsere Mutter war ja wieder shoppen gewesen. Hätten wir die jetzt alles auch offscreen machen können? Oder ihr hättet halt, nachdem ich gesagt habe, ich verlasse die Pokéliga für ein bisschen offscreen gekrame, hättet ihr natürlich auch abschalten können. Oh! Sehr, sehr nice. Wir haben einen Fokusgurt bekommen. Sensationell. Das ist wie Robustheit. Wenn wir volle KP haben, können wir nicht sterben in einer Attacke. Aber wie oft hat denn die schon eingekauft? Das ist schade. Wir haben einen Fokusgurt. Das müssen wir dann gleich mal aufschreiben. Derzeit, wie unsere Batwoman uns zum... Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt nicht zur Pokéliga fliegen würden, wäre ich aber ziemlich sauer gewesen. So, an diesem epischen Ort beenden wir die Folge. Jetzt geht's offscreen ins Training und bei der nächsten Folge probieren wir die Top 4. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.